Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Grundlagen der Komponente Vertrieb im SAP-ERP-System. Was wir in diesem Video machen, ist folgendes. Ich werde Ihnen anhand des erweiterten Kundenauftragsprozesses unseres Beispielunternehmens Global Bike erläutern, welche Organisation, Stamm- und Bewegungsdaten es im SAP-ERP im Modul Vertrieb gibt. Wir werden uns die Organisationsdaten theoretisch anschauen, dann die Stamm- und insbesondere auch die Bewegungsdaten direkt im System. Und damit sollten Sie genug Wissen haben, um die Praktikumsaufgabe durchführen zu können. In den nachfolgenden Videos werden wir in die Basis, die wir in diesem Grundlagenvideo legen, weiter vertiefen. Zum Einstieg schauen wir uns als erstes die betrieblichen Aufgaben und Akteure in der Komponente Vertrieb an. Um was geht es hier? Der Begriff Vertrieb bezeichnet erstmal alle Strukturen oder betrieblichen Aufgaben und Abläufe, die mit dem Verkauf und Versand zusammenhängen. In SAP ERP sind diese Funktionen eben in der Komponente SD für Sales and Distribution zusammengefasst. Und SD, die Komponente SD, unterstützt dabei sowohl den Vertrieb von Waren, das ist das, was wir in unserem Beispielunternehmen auch sehen werden, als auch genauso den Vertrieb von Dienstleistungen. Das werden wir allerdings in unseren Praktikumsaufgaben nicht sehen. Wenn man sich so die Aufgaben im Vertrieb anguckt, dann kann man die ganz grob in zwei Bereiche aufteilen. Das sind zum einen die Vorverkaufsaktivitäten, alles das, was notwendig ist, bevor es zu einem Verkauf kommt, dann der eigentliche Verkauf und danach all die Funktionalitäten, die notwendig sind, um so einen Kundenauftrag abzuwickeln. Dazu gehört eine Verfügbarkeitsprüfung. Man muss sich eben prüfen, ob Materialien in ausreichender Menge zu einem gegebenen Zeitpunkt verfügbar sind. Es sind Funktionen zum Transport der Waren vom Lager zum Kunden. Die Kommissionierung der Waren im Lager spielt eine Rolle. Es gibt Funktionen, die sich mit dem Verpacken, Versand und insbesondere auch mit Zoll- und Außenhandel beschäftigen. Und schlussendlich dann eben auch eine Rechnungsstellung, Zahlungseingang und vielleicht weiterer Kundenservice für die verkauften Produkte. Man sieht an dieser Stelle schon, dass diese Funktionalitäten, die hier in der Komponente Vertrieb zusammengefügt sind, auch nicht unabhängig sind, sondern man erkennt hier schon wieder die Integration in einem ERP-System. Zum Beispiel ist für eine Rechnungsstellung eben Integration ins Finanzwesen notwendig. Genauso wie für einen Transport oder eine Verfügbarkeitsprüfung eine Integration mit der Materialwirtschaft notwendig. So, wie sieht der erweiterte Kundenauftragsprozess aus? Ich habe Ihnen hier ein BPMN-Diagramm, ein sehr einfaches BPMN-Diagramm des erweiterten Kundenauftragsprozesses dargestellt. Warum erweiterter Kundenauftragsprozess? Dieser Prozess, den Sie später auch im Praktikum durchführen, enthält Teile, die nicht zum eigentlichen Kundenauftragsprozess gehören. Das ist zum Beispiel der Prozessschritt Kunden anlegen. Ja, ein Kunden anlegen wird man eigentlich nicht unbedingt zum Kundenauftragsprozess hinzuzählen, weil im Allgemeinen ein Kunde ja schon angelegt ist und zudem vielleicht verschiedene Aufträge angelegt werden. So, wie sieht jetzt dieser Prozess bei Global Bike aus? Der Prozess bei Global Bike sieht folgendermaßen aus. Der startet damit, dass ein Auftrag zu erfassen ist. Dann wird als erstes ein Kunde im System angelegt mit den notwendigen Informationen wie Name, Adresse und so weiter. Sobald ein Kunde vorhanden ist, kann zu diesem Kunden eine Kundenanfrage erstellt werden. Kundenanfrage ist ein Bewegungsdatum, das so eine erste initiale Information an den Kunden darstellt. Das ist noch kein Angebot, das ist noch nicht bindend, sondern es beantwortet erstmal nur eine Frage von dem Kunden. Im nächsten Schritt wird dann ein Kundenangebot angelegt. Dieses Kundenangebot bezieht sich dann auf die zuvor angelegte Kundenanfrage. Aus dem Angebot wird ein Auftrag erstellt. Zu dem Auftrag wird eine Auslieferung angelegt. Die Auslieferung ist das Bewegungsdatum, mit dem dann zum Beispiel auch
das Kommissionieren der Waren dokumentiert wird. Die Ware wird versendet, es wird eine Rechnung erstellt, ein Zahlungseingang wird gebucht und dann ist dieser Kundenauftragsprozess bei Global Bike abgeschlossen. Wichtig ist an der Stelle zu verstehen, dass es sich dabei nur um eine mögliche Prozessvariante handelt. Es könnte hier ganz unterschiedliche Prozessvarianten geben. Das fängt eben zum Beispiel damit an, dass ich nicht zwangsläufig einen Kundenauftrag anlegen. Das fängt eben damit an, dass ich nicht zwangsläufig einen Kunden anlegen muss. Vielleicht gibt es den Kunden schon im System. Außerdem muss der Einstieg auch nicht zwangsläufig mit einer Kundenanfrage sein, aus der ein Angebot angelegt wird. Ich kann, das werde ich Ihnen später auch zeigen, auch direkt einen Kundenauftrag anlegen. Ja. Ein weiterer Punkt ist, dass an dieser Stelle der Prozess natürlich auch sehr einfach gestaltet ist. Es ist ja durchaus auch möglich, dass zum Beispiel so ein Angebotsschritt hier mehrfach durchlaufen wird. Ja, dass der Kunde eben nochmal ein neues Angebot wünscht, dass mehrere Angebote angelegt werden. Alles das sieht man in diesem erweiterten Kundenauftragsprozess nicht. Mögliche Prozessvarianten werden wir aber gleich auch nochmal besprechen. So, wie ich das in der ersten Vorlesung schon angekündigt habe, gucken wir uns in jedem Modul als erstes diesen Dreiklang aus den Organisationsdaten, Stamm- und Bewegungsdaten an. So, alles das, was ich Ihnen jetzt erzählen werde, finden Sie auch auf den Folien, die ich im Ilias zur Verfügung gestellt habe, auch nochmal detaillierter beschrieben. Ich werde das aber hier mit Ihnen so auf diesem Miro-Board erarbeiten. Das Erste, was wir uns jetzt überlegen, ist, was gibt es an Organisationsdaten? Was ich da auch machen werde, ich werde direkt die SAP-spezifischen Begriffe verwenden. Manche der Begriffe werden Ihnen geläufig sein. Es gibt andere Begriffe, die haben Sie vorher noch nicht gehört. Am Ende des Semesters werden die Ihnen aber auch genauso geläufig sein. So. Was benötigen wir für Organisationsdaten, um so einen Kundenprozess durchzuführen, so einen Kundenauftragsprozess? Die oberste Ebene der Organisationsdaten ist der sogenannte Mandant. Der Mandant stellt die Abbildung von einem Konzern oder von einem Unternehmen dar. Rein technisch ist ein Mandant die Möglichkeit, in einem ERP-System, in einem SAP-ERP-System, verschiedenste Unternehmen abzubilden. Wenn Sie sich daran erinnern, ans erste Praktikum, da haben Sie den Mandant sogar schon mal gesehen. Sie mussten beim Einloggen eine Mandantennummer angeben. Gegebenenfalls war die schon vorausgefüllt, dann mussten Sie das nicht mehr von Hand tun, aber beim Einloggen müssen Sie immer eine Mandantennummer auswählen. In unserem Beispielsystem ist das der Mandant 230. Prinzipiell können da 999 verschiedene Mandanten in so einem SAP-ERP-System sein. Bei unserem Beispielsystem wird das eben dazu genutzt, zum Beispiel unterschiedliche Universitäten auf dem gleichen System Vorlesungen durchführen zu lassen. Ja, aber in der Realität könnte man das eben so verwenden, um auch unterschiedliche Unternehmen, die komplett voneinander getrennt sind, in einem SAP-System zu verwalten. Also der Mandant ist eben zur Abbildung von einem Konzern, von einem ganzen Unternehmen gedacht und stellt die höchste Ebene der Organisationsdaten in SAP-ERP dar. Unterhalb des Mandanten gibt es den Buchungskreis. In jedem Mandanten können mehrere Buchungskreise vorhanden sein. Der Buchungskreis ist das Organisationsdatum, auf dem ich eine abgeschlossene Finanzbuchhaltung zur Verfügung habe. Und das kann ich zum Beispiel verwenden, um Tochterunternehmen darzustellen in einem SAP-System. Genauso ist das bei uns auch gemacht in diesem Beispielunternehmen. Dort gibt es den Global Bike Konzern mit den beiden Töchtern Global Bike USA und Global Bike Germany und Global Bike USA und Global Bike Germany sind eben als Buchungskreise dargestellt. Und zwischen Mandant und Buchungskreis besteht so eine 1-zu-N-Verbindung. Also ein Mandant können mehrere Buchungskreise zugeordnet sein, aber jeder Buchungskreis befindet sich immer genau in einem Mandanten. Was brauche ich denn noch an Organisationsdaten, um so einen Kundenauftragsprozess durchzuführen? Wir brauchen irgendwie Standorte, Werke,
Wir werden sehen, es gibt unterschiedliche Waage, es gibt Vertriebswaage, es gibt Produktionswaage. Also ich brauche die Standorte des Unternehmens und in diesen Standorten gibt es zum Beispiel Lagerorte, an denen Waren gelagert werden. Außerdem werden wir auch noch sehen, es gibt noch Organisationsdaten, die dafür da sind, den Vertrieb zu organisieren, sowas wie eine Sparte oder auch eine Verkaufsorganisation. Die werde ich Ihnen gleich nochmal im Detail erläutern. Überlegen wir uns jetzt als nächstes, was gibt es an Stammdaten? Im Kundenauftragsprozess, das wichtigste Stammdatum ist der Kunde oder Debitor. Also den Begriff werden wir hier in dem Kontext beide verwenden, sowohl Kunde oder Debitor. Kunde ist eher die Sicht Vertrieb, Debitor ist eher die Sicht im Finanzwesen. Von daher sind die so ein bisschen austauschbar an dieser Stelle. Außerdem brauchen wir die Materialien, die Waren, die an Kunden verkauft werden. Da werden wir sehen, Global Bike hat verschiedene Arten von Materialien. Es gibt eben Produkte, die hergestellt werden und es gibt Handelswaren. Zu den Materialien gibt es irgendwelche Konditionen. Konditionen legen fest, zu welchen Konditionen eben Materialien an Kunden verkauft werden. Da kann ich sehr detailliert drin aufschlüsseln, die Preise, die ein bestimmter Kunde bekommt, welche Rabatte möglich sind, ob es Staffelpreise gibt und so weiter, werden wir noch sehen. Dann gibt es noch die Nachrichtenstammdaten. Die Nachrichtenstammdaten sind für den Nachrichtenaustausch zwischen Unternehmen zuständig. Das werden wir auch noch ganz kurz sehen. Fehlen noch die Bewegungsdaten. Eine Vielzahl der Bewegungsdaten sehen wir schon in unserem erweiterten Kundenauftragsprozess. Da gibt es sowas wie ein Angebot, da gibt es einen Auftrag, da gibt es eine Auslieferung, ja, es gibt einen Warenausgang oder es gibt eine Rechnung. All das sind Bewegungsdaten, die in der Komponente SD verwendet werden. In den Folien schauen wir uns gleich nochmal die Organisationsdaten im Detail an. Die Stammdaten und die Bewegungsdaten werde ich Ihnen hauptsächlich im SAP-ERP-System zeigen. Bevor wir allerdings das tun, gucken wir uns jetzt noch eine Möglichkeit der Prozessvarianten an. Ich habe gerade schon angedeutet, dass dieser Kundenauftragsprozess, den wir hier sehen, dieser erweiterte Kundenauftragsprozess hier oben, nur eine mögliche Variante ist. Ja, man kann zum Beispiel sich überlegen, dass es verschiedene Einstiegspunkte gibt, dass mehrfach Kundenangebote angelegt werden. Ich habe hier auch nochmal eine Grafik mit verschiedenen weiteren Prozessvarianten dargestellt. Also, was ist möglich? Ja? Wir sehen jetzt hier das Ende des Prozesses, wie es im erweiterten Kundenauftragsprozess von Global Bike verwendet wird. Eine Ware wird versendet, eine Rechnung wird geschrieben, Zahlungseingang wird gebucht. Ja. Auch da kann es natürlich wieder Varianten geben. Es wird nicht vollständig bezahlt, es wird zu spät gezahlt, es kommt eine Mahnung. Alles das habe ich jetzt hier in diesen BPMN-Modellen nicht hinterlegt. Aber mögliche Varianten sind zum Beispiel auch sowas. Teilrechnung. Es wird eine Teilrechnung erstellt. Erst wenn diese Teilrechnung bezahlt wurde, werden die Waren versendet, dann wird eine Rechnung über den Restbetrag erstellt und dann, erst wenn der Restbetrag bezahlt wurde, ist der Prozess beendet. Oder es ist natürlich auch möglich, den Prozess komplett umzudrehen, dass ich zuerst eine komplette Bezahlung möchte von meinem Kunden und dass nachdem der Zahlungseingang gebucht ist, erst die Ware versendet wird. All diese Prozessvarianten und noch eine Vielzahl mehr sind in SAP ERP natürlich möglich. So. Schauen wir uns jetzt die Details zu den Organisationsdaten an. Das erste ist der Mandant und der Buchungskreis. Das hatte ich Ihnen gerade schon in dem Whiteboard erläutert. Der Mandant stellt die größte Organisationseinheit ins SAP ERP dar, häufig ein Konzern oder eine Muttergesellschaft. Die nächste Hierarchieebene darunter ist eben der Buchungskreis und der Buchungskreis ist die Organisationseinheit, auf der ich eine abgeschlossene Finanzbuchhaltung habe. Das heißt, auf dieser Ebene kann ich zu jedem Zeitpunkt eben zum Beispiel eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen. Und bei Global Bike wird der Buchungskreis genutzt, um die beiden
Tochtergesellschaften, nämlich Global Bike Incorporated und Global Bike Germany, abzubilden. So, das haben wir gerade schon erläutert, deshalb gehe ich da relativ schnell drüber hinweg. Ein weiteres Organisationsdatum, das ich eben nicht erwähnt habe, ist der Kreditkontrollbereich. Der Kreditkontrollbereich kann dafür verwendet werden, Kunden Kreditlinien einzuräumen. Das bedeutet, dass ein Kunde ein bestimmtes Limit hat für die Summe der offenen Forderungen. Das heißt, wenn ich einen Kunden habe, der eine bestimmte Menge offener Forderungen hat, dann kann der vielleicht nicht mehr neue Waren bestellen. Und ich kann da individuell für die verschiedenen Kunden eben Grenzen setzen. Diesen Kreditkontrollbereich, der kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen. Bei Global Bike ist der Kreditkontrollbereich buchungskreisübergreifend. Der könnte aber auch individuell für die einzelnen Buchungskreise sein. Den Kreditkontrollbereich werden wir aber nicht sehen im Rahmen des Praktikums. Von daher gehen wir jetzt auch darüber relativ schnell hinweg. Rein der Vollständigkeit halber wissen Sie aber jetzt, dass es diesen gibt. So. Wie ist der Vertrieb jetzt weiter organisiert bei Global Bike? Bei Global Bike gibt es unterhalb der Buchungskreise die verschiedenen Verkaufsorganisationen. Und das ist eben auch das nächste Organisationsdatum in der Komponente Vertrieb. Über die Verkaufsorganisation ist abgebildet, wie der Verkauf organisatorisch organisiert ist. Ja, grundsätzlich brauche ich mindestens eine Verkaufsorganisation. Bei unserem Beispielunternehmen Global Bike gibt es jetzt zwei Verkaufsorganisationen, jeweils in den Buchungskreisen, nämlich US West und US East, beziehungsweise Deutschland Nord und Deutschland Süd. Ja, und damit soll so ein bisschen gezeigt werden, wie eben die Vertriebsbereiche aufgeteilt sind. Ich habe Ihnen hier jetzt mal eine Karte dazu auch mitgebracht, dass ich so ein bisschen auch besser vorstellen können, wie das Beispielunternehmen aufgebaut ist. Da sieht man eben die zwei Vertriebsbereiche in den USA. Hier gibt es einmal USA West und USA East. Man sieht insbesondere auch die Standorte der Kunden. Es gibt hier zum Beispiel Rocky Mountain Bikes und anhand der Farbe erkennen Sie, dass das der Verkaufsorganisation US West zugeordnet ist. Und man hat hier auch noch markiert, wo die verschiedenen Werke des Unternehmens Global Bike in den USA sind. Genauso ist das für die deutschen Vertriebsorganisation gemacht. Die ist jetzt eben nicht West-Ost, sondern Nord und Süd aufgeteilt. Ja. Und auch hier sind jetzt die verschiedenen Standorte der Kunden dargestellt, sowie die Standorte von Global Bike. Also so ist es ein bisschen transparenter für Sie, wie dieses fiktive Unternehmen in der Realität aussehen würde. Schlussendlich heißt das, wir haben in unserem Beispielunternehmen vier Vertriebsregionen. Diese Vertriebsregionen werden jetzt weiter aufgeschlüsselt. Es gibt die Vertriebsbereiche, Vertriebslinien und Sparten, die zusammen die Strukturierung des Vertriebs bei dem Beispielunternehmen bilden. Als erstes der Vertriebsweg. Der Vertriebsweg bezeichnet unterschiedliche Distributionskanäle. Das kann zum Beispiel sowas sein wie Direktverkauf an Endkunden oder Verkauf über einen Großhandel. Wenn man jetzt den Verkaufsorganisationen und Vertriebsweg kombiniert, erhält man die Vertriebslinie. Eine Vertriebslinie in SAP ERP kann für mehrere Werke tätig sein und stellt eben genau diese Kombination dar. Und zusätzlich dazu kann ich dann noch die Sparte in Verbindung bringen. Die Sparte stellt eine Gruppierung von Waren oder Dienstleistungen dar, also zum Beispiel sowas wie Fahrräder und Zubehör in unserem Beispielunternehmen. Und wenn ich jetzt den Vertriebsweg, die Vertriebslinie und die Sparte in Beziehung setze, dann erhalte ich den Vertriebsbereich. In dieser Grafik hier in der Folie ist das jetzt alles auch mal in Kombination gezeigt. Also alles das, was wir uns gerade an Organisationsdaten erarbeitet haben. Es gibt hier den Mandanten, Kreditkontrollbereich, Buchungskreis und Verkaufsorganisation. Unterhalb der Verkaufsorganisation gibt es zum einen die
verschiedenen Vertriebswege, zum Beispiel Internet und Großhandel. Es gibt die unterschiedlichen Sparten, die hier dargestellt sind, spartenübergreifend Fahrräder und Zubehör. Und daraus ergeben sich dann die unterschiedlichen Vertriebsbereiche. Zum Beispiel dieser Vertriebsbereich hier, das ist der Vertriebsbereich US East im Großhandel in der Sparte spartenübergreifend. Oder hier haben wir den Vertriebsbereich Deutschland Süd Großhandel Zubehör. So. An der Stelle mache ich jetzt nochmal einen Schritt zurück zu der Sparte. Wir sehen hier, es gibt drei Sparten in unserem Beispielunternehmen. Fahrräder, Zubehör und spartenübergreifend. Warum gibt es diese drei? Es hat damit zu tun, dass in einem Auftrag, in einem Kundenauftrag immer nur Materialien aus einer Sparte enthalten sein können. Das ist eine Eigenschaft von SAP ERP. Und das führt natürlich dazu, dass wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel Fahrräder und Helme bestellt, Fahrräder gehören im Beispielunternehmen zu der Sparte Bikes, Fahrräder. Helme gehören zu der Sparte Accessories, Zubehör. Die könnte ich nicht in einen einzelnen Kundenauftrag packen. So, und damit das trotzdem möglich ist, gibt es auch noch die Sparte spartenübergreifend. In dieser Sparte ist es dann möglich, eben Materialien aus den beiden anderen Sparten zu kombinieren. Also ich kann in einem Kundenauftrag, der die Sparte spartenübergreifend hat, Fahrräder und auch Zubehör zusammenpacken. Es kommt häufig hier an der Stelle zu einem Missverständnis, dass man denkt, spartenübergreifend wäre irgendwie die Kombination aus Fahrrädern und Zubehör. Das ist auch wieder nur eine eigene Sparte, die eine bestimmte Bezeichnung hat, spartenübergreifend. Die könnte aber auch genauso gut XYZ heißen. Es ist aber so, dass die Materialien dann eben später diesen Sparten zugeordnet sind und die Fahrräder sind eben den Sparten BI und spartenübergreifend zugeordnet. Dieses Ganze, was ich Ihnen gerade erklärt habe, ist hier auch nochmal in textueller Form in den Folien erklärt. Also da ist diese Geschichte, dass ein Kundenauftrag immer nur genau einer Sparte zugeordnet sein kann, nochmal erklärt. Was jetzt noch fehlt, sind die Organisationsdaten, die die Standorte eines Unternehmens abbilden. Der Standort eines Unternehmens wird in SAP ERP als Werk abgebildet. Werke können in SAP ERP-Systemen unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Das können Werke zur sein. Werke können in SAP ERP unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Das können Werke sein, an denen eine Fertigung erfolgt. Es können Werke sein, an denen eine Beschaffung erfolgt oder auch eine Disposition oder Wartung. In unserem Beispielunternehmen Global Bike gibt es 5 Standorte, 3 Standorte in den USA, in Dallas, San Diego und Miami und 2 Standorte in Deutschland, Heidelberg und Hamburg. Zu jedem dieser 5 Standorte ist in SAP ERP ein Werk angelegt. Und diese Werke sind insbesondere Auslieferungswerke. Das heißt, dass aus diesen Werken Materialien an Kunden versendet werden können. Den Aufbau sieht man jetzt einmal hier in der Grafik auf der rechten Seite. In dieser Grafik. Da erkennen Sie, dass unterhalb des Buchungskreises, hier jetzt der Ausschnitt für die USA, die 3 Werke Dallas, San Diego und Miami angelegt. Die Bestandsverwaltung innerhalb der Werke erfolgt auf der Ebene von Lagerorten. Also Lagerorte bilden die unterste Ebene der Bestandsverwaltung ab. Auf der Ebene des Lagerorts kann ich unterscheiden, wie große Menge von einem bestimmten Material verfügbar ist. Das ist dann richtig, wenn Warehouse Management nicht aktiv ist. Das werden wir noch sehen, relativ am Ende, dass mit Warehouse Management noch so eine Funktionalität zur Verfügung steht, mit der man sehr detaillierte Lagerprozesse abbilden kann. Hier am Anfang werden wir nur mit den Lagerorten arbeiten. Dort sind eben so spezielle Lagerprozesse, wie zum Beispiel eine Inventur oder Transport innerhalb von einem Lager nicht abgedeckt.
Für uns ist es eben relevant, dass Lagerorte die unterste Ebene der Bestandsverwaltung bilden, also auf Ebene der Lagerorte erfolgt eine Bestandsführung. Wenn wir uns jetzt diese Grafik hier nochmal angucken, dann erkennen Sie, dass in San Diego und Miami es jeweils drei Lagerorte gibt, nämlich Handelswaren, Fertigerzeugnisse und sonstige. Demgegenüber gibt es in Dallas jedoch vier Lagerorte, Rohstoffe, Halbfabrikate, Fertigerzeugnisse und sonstiges. Das ist einfach dem geschuldet, dass sich bei den Werken in San Diego und Miami ausschließlich um Auslieferungswerke handelt. Von dort werden nur Waren versendet, dort erfolgt keine Produktion. Deshalb brauche ich eben Lagerorte für die Handelswaren und die Fertigerzeugnisse. In Dallas hingegen wird produziert, deshalb werden Rohstoffe und Halbfabrikate benötigt und entsprechend sind diese dann auch als Lagerorte abgebildet. Also es gibt einen Lagerort, an dem Rohstoffe gelagert werden können. So, damit sind wir jetzt einmal durch den Block der Organisationsdaten in der Komponente Vertrieb des SAP ERP durch. Wir haben gesehen, welche Organisationsdaten benötigt werden, um die Struktur eines Unternehmens für den Vertrieb abzubilden. Als nächstes schauen wir uns jetzt die Stammdaten an. Das machen wir aber hauptsächlich im ERP-System und nicht mehr so stark auf Folien. Sticker auf dem Laptop. Verdächtig. Du bist Teil von diesem Netzmob. Verdächtig. Dieser Portscan hier. Verdächtig. Das war doch sicher wieder ihr. Fahr den IMSI-Catcher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staatstrojaner ein. Weg die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den IMSI-Catcher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fish.